Sie lernen nun, was Sie beim Kopieren von Formeln beachten müssen, damit die kopierten Formeln die richtigen Ergebnisse liefern. Sie haben beispielsweise in Zelle E4 für die Filiale A die Summe der Umsätze im ersten Quartal berechnet. Die entsprechende Summenfunktion addiert die Werte im Bereich B4 bis D4. Nun möchten Sie auch für die anderen beiden Filialen die Umsätze im ersten Quartal addieren und kopieren hierzu die Formel aus Zelle E4 in die Zellen E5 und E6. Excel passt die Zellbezüge in den kopierten Formeln automatisch an die neuen Positionen der jeweiligen Formeln an, und zwar relativ zu den Zellbezügen in der Ausgangszelle. Deshalb werden die in Excel verwendeten Standardbezüge relative Bezüge genannt. Das Ganze funktioniert natürlich auch, wenn Sie Formeln innerhalb einer Zeile kopieren. Die zuvor erläuterte Anpassung von Zellbezügen ist jedoch nicht immer erwünscht. Bei manchen Formeln ist es nämlich wichtig, dass dort verwendete Zellbezüge beim Kopieren der jeweiligen Formeln eben nicht angepasst werden. Sie möchten etwa in der vorliegenden Tabelle den Anteil der einzelnen Quartalsumsätze am Jahresumsatz berechnen. Hierzu teilen Sie zunächst in Zelle C4 den Umsatz im ersten Quartal durch den Jahresumsatz, der sich in Zelle B8 befindet. Nun kopieren Sie die Formel in die darunterliegenden Zellen. Sie erkennen sofort an den angezeigten Fehlerwerten, dass hier etwas nicht stimmen kann. Durch die automatische Anpassung der Zellbezüge wurden in den kopierten Formeln wie gewohnt beide Zellbezüge verändert. Da sich der Jahresumsatz jedoch immer in Zelle B8 befindet, darf der entsprechende Zellbezug beim Kopieren nicht angepasst werden. Sie erreichen dies, indem Sie in der Ausgangsformel den Zellbezug B8 als absoluten Bezug angeben. Ein absoluter Zellbezug bleibt auch beim Kopieren einer Formel unverändert. Um einen relativen Zellbezug direkt beim Erstellen einer Formel in einen absoluten Bezug umzuwandeln, gehen Sie folgendermaßen vor. Nachdem Sie den betreffenden Zellbezug in die Formel eingefügt haben, drücken Sie die Funktionstaste F4. Hierdurch wird aus dem ursprünglichen relativen Bezug ein absoluter Bezug. Bei absoluten Bezügen steht vor dem Spaltenbuchstaben und der Zeilenbezeichnung jeweils ein Dollarzeichen. Wenn Sie nun die Ausgangsformel kopieren, bleibt der absolute Bezug auf die Zelle B8 unverändert und die korrekten Ergebnisse werden berechnet. Übrigens, Sie können einen relativen Zellbezug auch in einer bereits vorhandenen Formel in einen absoluten Bezug umwandeln. Markieren Sie hierzu die Formelzelle. Klicken Sie in der Bearbeitungsleiste in den entsprechenden Bezug und drücken Sie anschließend die Funktionstaste F4.